Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Hearthstone. Und aus gegebenen Anlass, da wir den dritten Teil des Solo-Abenteuers noch nicht freigeschaltet haben, weil diese Woche eine Woche pausieren, spielen wir nochmal den Kartenkauf. Ich habe mir ein neues Deck erstellt. Letztes Mal haben wir mit einem Priest-Deck gespielt und dieses Mal mit einem Magier-Deck. Ich habe einfach irgendwelche Karten reingeschmissen, die ich dachte, ganz lustig sind. Mal gucken. Beim letzten Mal, das war ja sehr lustig teilweise. Das war ja auch ein bisschen gemein. ich finde es immer noch cool, weil es ist zwar schon 2 Tage her, aber es ist einfach nur total bescheuert gewesen. Ah ja, macht dich immun und super krass. Ha, zerstört und kopiert. Haha. Wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, guckt euch einfach die letzte Folge an. Heißt, glaube ich, dreckiger Lacker oder so. Super schön. Den will ich sehr, sehr gerne haben. Eigentlich finde ich die alle ganz gut. Der vielleicht, obwohl doch auch der. Ich finde die eigentlich alle ganz, ganz angenehm. Besonders den hier, den will ich unbedingt mal haben, weil. Hallo ist die neue Fähigkeit entdecken. Hallo, die ist geil. Die ist nice. Oh, Mage gegen Mage gerade sogar, fällt mir auf. Okay, ich werde ihn spielen und dann werde ich hoffen, dass ich einen Zauber bekomme, der ihn vernichtet. Sonst wird er halt kaputt gemacht, leider auch noch. Was ein bisschen doof sein wird. Aber gut. Mach. Ja, er spielt auch noch. Ah ja, stimmt. Er hat ja einen kostenlosen Zauber gekriegt. Oh. 2 Sachen. Ich hoffe, dass ich beide zerstören kann. Okay. Ja, nice. Ich kann leider nicht beide zerstören, aber einen. Besser als nichts. Besser als nix. Das Schöne ist er hier in meinem Deck, weil. Ach man, ja, wahrscheinlich ganz viele in dieser Stärke-Kategorie, würde ich behaupten. Hat er irgendwas gefunden? Okay. Er wird aber. Ja, ich wollte gerade sagen, er wird aber nicht mit den Bären mich angreifen, das wäre saudämlich. Okay. Auf jeden Fall gut. Oder beschwöre ich lieber ihn hier? Ich glaube, beschwöre ihn, weil ich krieg dann eine Viererkarte. Verursacht 5 Schaden stattdessen. Ich mach den weg. Genau. Nice. Also das läuft. Ich habe halt viele Karten mit Zauberschaden reingepackt, weil hallo, ich habe Zauber. Und ein paar, die ich einfach so super nervig finde. Weil sind halt einfach scheiße. Mal entdecken muss der eigentlich dann mal einen. Ja, ich weiß gar nicht, ob der auch dann zum Beispiel die hier, die ist halt für mich, finde ich, super nervig. Ja, was gibt's? Ja, 3 Schaden, das bringt mir jetzt nicht so viel. Das bringt mir jetzt leider nicht so viel und sowieso ist eine AOE-Karte, die will ich eher spielen, wenn er 1, 2 mehr Monster draußen hat. Gut, er hat natürlich jetzt ein sehr, sehr starkes Monster draußen, das natürlich nicht so geil ist, aber okay. Na, was machst du? Also mit seinem 8-9er ist er natürlich echt krass dabei. Muss man leider zugeben. Ich hoffe, dass er nicht mein Magieschadenviech zerstört. Das wäre mir doch irgendwie ein bisschen ein Dorn im Auge. Okay. Interessant. Okay, er spielt ein Geheimnis. Oh, er greift nicht mal mich an. Krass, hätte ich nicht gedacht. Na? Oh, er greift ihn an, okay. Ja, hätte ich wahrscheinlich an seiner Stelle auch getan. So, wenn der jetzt einen Zauber entdeckt. Ich habe genau das. Genau. Was ihr braucht. Entdeckt den Zauber, wenn ihr einen. Wenn ein Diener stirbt für dessen Kosten. Ich glaube, ich will sogar ihn hier haben. Oh, er kontert den Zauber. Ah ne, er kontert die Fähigkeit. Das ist nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Weil ich nämlich das hier tun werde. What the fuck? Ach ja, scheiße. Okay, das ist dann jetzt blöd gelaufen. Das wollte ich gar nicht so machen. Ich hätte vergessen, dass mein Zauberschadensviecher leider weg ist. Aber gut. Ist dann halt so.
Er wird wahrscheinlich jetzt mal einen 8-3er hier Typen zerstören. Was irgendwie auch so ein bisschen die logische Schlussfolgerung wäre. Das ist natürlich jetzt doof. Aber man zählt eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das alle für alle zählt. Oder das nur für Diener zählt, wenn ich die Zauber spiele. Das ist echt lustig. Ich glaube, es zählt aber nur, wenn man Diener beschwört, dass man dann irgendwas machen kann, was cool ist. Okay, ja. Zerstört er ihn? Theoretisch könnte er sich auch den lassen, genau. Das wäre so meine Idee gewesen. Okay. Okay, okay. Den spiele ich. Genau. Ja, das ist natürlich toll. Den spiele ich. Friert alle Gegner ein. Ehrlich gesagt spiele ich das sogar. Ah, okay, er kontert ihn. Ist nicht so schlimm. Wenigstens musste er seinen Konter raushauen. Der jeden Zug stärker? Nee, ne? Nee, jedes Mal, wenn ihr eine Karte ausspielt. Okay. Ja, ausgespielt ist ja trotzdem die Karte. Das Schöne ist, ich kann gleich ihn hier beschwören, um ihn noch stärker zu machen. Und danach dann noch einen Zauber. Okay, er muss ihn vernichten, aber. Also er muss sein Viech vernichten. Ist egal. Ja, 5. Ha, er hat nicht genug, um ihn. Nice. Ach ne, scheiße, er müsste. Er hat vielleicht noch einen Zauber. Okay, 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 ja. Jetzt wird er ihn vernichten und ihn oder ihn. Ich glaube sogar ihn eher. Oder? Ne, er wird ihn vernichten. Okay, scheiße. Ja, die beiden würde er jetzt vernichten, weil er der Windzorn. Fuck. Das ist jetzt blöd. Sehr, sehr blöd. Aber gut. Passiert. Genau, warte mal kurz. Ich spiele ihn. Genau, dann spiele ich ihn. Vernichte ich ihn. Okay, und er kriegt 2 Schaden. Nice, läuft bis jetzt ganz gut. Okay, die Karte ist natürlich total nutzlos. Hier die. Er hat anscheinend einfach viele starke Monster reingeschmissen. Gut, das ist gut. Habe ich sogar noch ein bisschen Leben wiederhergestellt. Das läuft doch. Und im nächsten Zug werde ich ihn hier beschwören. Und danach diese Karte hier spielen, damit ich ihn zur Not auf die Hand bekomme, wenn er vernichtet wird. Ja, ich weiß. Bla, bla, bla. Oh. Zieht 4 Karten. Also, hat er so Kartenprobleme? Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Echt langes Duell. Okay. Ich werde ihn hier spielen. Das hier. Ja, verdoppelt das Leben. Wow, klasse. Noch mehr Leben, der Arsch. Ist ja egal. So, was 9 kostet. Das dürfte irgendwas Starkes sein. Ich stelle das volle Leben aller Charaktere wieder her. Nein, das will ich nicht. Ich will ihn vernichten. Ihn direkt angreifen. Okay. Gut. Damit kann ich auf jeden Fall schon mal ordentlich was anfangen und damit auf jeden Fall auch. Habe ich jetzt 2. Achso, ja, klar. Ich habe 2 Overload. Logisch. Achso, ich kann die hier übrigens gleich mal spielen, weil. Bringt sowieso nichts. Obwohl, kann ich die hier überhaupt spielen, wenn ich keine Waffe habe? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kann ich sie auch gar nicht spielen. Sehr interessant. Ja, es geht ja nur so lange der da ist, kriegt er nur extra Schaden und Leben. Sonst ist er ziemlich nutzlos. Ja, ja. Oh, er greift mich direkt an. Das ist halt natürlich der beste Rettungsanker, den es gibt.
Okay, stellt 8 Leben wieder her. Na gut. Na? Okay. Kann er sich mal beeilen? Oh, bringt ihm zum Schweigen. Interessant. Interessant. Gut, ich vernichte ihn. Ich vernichte. Warte. Ach, der hat 9 Leben. Scheiße. Okay. Anders. Ich spiele ihn. Ich spiele ihn. Ich mache ihn Schaden. Kann ich mir das leisten, ihm 5 Leben wiederzugeben? Ich kann ihn natürlich stärken. Das glaube ich, mache ich sogar. So. Alle wieder volles Leben. Genau. Und ihm gebe ich nochmal doppelt so viel. Okay, bockt. Bockt. Also ich habe ihm jetzt 5 Leben wieder gegeben, aber mir noch mehr. Deshalb lohnt sich das, finde ich. Den kann man ja, oder nicht den hier, aber so einen ähnlichen, hier kann man ja bei Heroes of the Storm seit kurzem spielen, wo man halt wirklich 2 Spieler ihn zusammenspielen. Ich hab's noch nicht gesehen, aber es muss echt chaotisch sein. Chaotisch, ein schönes Wort auf jeden Fall. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, ja, schön für dich. Schön für dich, dass du den Sonnenbrunnen läutern musst. Oh. Ah, finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung, kann man mit leben. Also, der braucht auch ganz schön lange für seine Züge. Heidewitzka, der hat auch ganz schön starke Monster draußen inzwischen. Okay, verleiht einem Helden 4 Angriff. Interessant. Ja, wenn er sich nicht beeilt, dann hat er keine Chance mehr, seine komischen 4 Angriff da auszunutzen. Haha. Gut. Kann ich auch nicht spielen, ne? Genau. Keine Waffe verfügbar. Ich könnte ihn hier spielen. Genau. Ihn hier könnte ich spielen. Ach, das ist ganz schön kacke. Genau. Dann greife ich ihn an. Dadurch kriegen die beide Inspiration. Genau. Dadurch macht die schon mal 6 Schaden. Die macht 5. Dann werde ich... Halt, nee, erstmal mache ich das hier. Also wenn ich ein bisschen Glück habe... Na gut, ist auch nicht so schlecht. Den werde ich vernichten. Und dann werde ich 6 Schaden auf einen zufällig. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Na gut, mache ich den da kaputt, mache ich beide kaputt. Auch in Ordnung. So. Das sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Finde ich jetzt mal. Besonders wenn ich Indie spiele und dann meine Heldenfähigkeit mehrfach einsetzen kann. Das könnte ganz geil werden. Weil jedes Mal Zauberschaden, das ist schon ziemlich nice. Ich hoffe, das deckt unendlich. Das wäre natürlich richtig krass. Okay. Na, was kriegt der? Der Frostwolf-Clan ist bereit. Oh, das ist übel. Der ist stark. Besonders wenn man so viele Monster draußen hat. Oh, das ist sehr übel. Das könnte wehtun. Das ist natürlich doof, dass der jetzt als erstes zerstört wird. Na gut, ich kann ihn zweimal spielen, ist nicht so schlimm. Und er zerstört 2 seiner Monster. 2 seiner sehr starken Monster. Okay. Ach. Na gut, ich habe wenigstens einen Tornfisch wieder draußen. Gut, den spiele ich. Fügt 7 Schaden zu. Ich kann das sogar noch deutlich erhöhen. Meine Magie wird euch in Stücke. Ja, deine Mutter. Lern. Genau, der hat weitere. Ja, 9. Sehr geil. Halt.
kann bis zu 11 Schaden machen. Genau, aber ich kann erstmal ihn da vernichten. Das ist sehr gut. Dann spiele ich noch einen von denen hier. Greife an, greife an. Vernichtet einen Diener und bringt ihn dann mit vollem Leben wieder aufs Schlachtfeld zurück. Brauche ich im Moment noch nicht, aber könnte vielleicht irgendwann interessant sein. Dass dieses Ding damit skaliert, das weiß ich ja nicht. Also, ich weiß nicht, ob es dann mehr Schaden macht. Das wäre irgendwie ganz geil, aber es ist bis jetzt irgendwie nicht so geil. Ich brauche halt nur eines. Ich brauche halt eigentlich nur, dass das ja verursacht 10 Schaden am Gegner. Oder versucht überhaupt viel Schaden am Gegner und dann kann ich das mit denen hier halt hochpushen bis zum behindert werden. Ist wirklich krass. Ja, aber da auch ganz schön viele Tornviecher draußen. Ich bräuchte eine AOE, das wäre auch gut. Okay, interessant. Kommt er da durch? Er kann doch seine Heldenfähigkeit einsetzen. Ja, das könnte schwierig werden. Also ich glaube, er kann einen von meinen beiden zerstören. Das ist schlecht. Das könnte schwierig werden. Greift er an? Oder ich hoffe... Was? Ups. Mann, scheiße, wieso ist denn die Zeit nicht schon früher vorbei? Das wäre doch super. Okay, der wird vernichtet. Bitte vergesst ihn, bitte vergesst ihn, bitte vergesst ihn. Ja, er vergisst ihn. Nice. Der Jansturm. Sehr, sehr schön. Oh, das ist sogar noch sehr, sehr viel schöner. Ich will... Ach. Na gut. Na gut. Das geht ja noch so. Drei Trends mit Ansturm herbei, die am Ende des Zuges sterben. Das ist nicht schlecht. Genau. Ja, das ist natürlich doof, dass er ihn jetzt getroffen hat. Egal. Den da vernichte ich. Ich bin immer so ein bisschen versucht, den ja nicht zu opfern, aber leider muss das gemacht werden. Vernichte ich ihn und rufe mit vollem Leben wieder. Genau. Ach so, scheiße, der verliert ja auch seine Inspirationsfähigkeit mehr. Das ist doof. Oh, so geht's natürlich auch. Aber war ein schönes Magier-Duell, muss ich sagen. Also das war geil. Und das war's auch, glaube ich, schon. Weil ich habe jetzt schon 17 Minuten. Das ist eine ordentliche Zeit. Deutlich langsamer, aber nice. Also es war ein schönes Duell. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.